You ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Nach dem heutigen Bundesligaspiel zwischen dem ESC Planegg und dem OSC Berlin, das ist das zweite von zwei Spielen an diesem Wochenende zwischen beiden Teams gewesen, bin ich jetzt hier mit Nina Kamenik und mit Lisa Schuster vom OSC Berlin. Nina, was sagst du zum Spiel, beziehungsweise auch gerne zu beiden Spielen gestern und heute? Es war ja doch ein bisschen Unterschied vom Spielverlauf, vom Ergebnis auch her. Also ich würde sagen, es waren zwei starke Spiele, auch von uns, kämpferisch stark. Gestern war das Ergebnis natürlich sehr hoch, wir haben viele Tore kassiert, haben aber auch im Gegenzug viele geschossen, wenn man das so betrachtet. Ich würde sagen, heute war es sehr knapp. Wir haben wirklich denen viel abverlangt und es war halt spannend, es war ein gutes Spiel von unserer Seite und eigentlich die Mannschaftsleistung hat sehr gut gestimmt. Lisa, was hast du für ein Fazit? Widersprechen wirst du jetzt wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Nee, also widersprechen werde ich definitiv nicht. Ich finde, wir haben gut dagegen gehalten. Wir haben ein relativ junges Team. Wir sind mit 13 Leuten hierher gefahren. Alle haben gekämpft bis zum Ende. Ich finde, es kann sich echt sehen lassen. Also 12 Tore gestern muss nicht sein. Aber 5 Tore gestern und heute 3 muss man auch erstmal schießen gegen Planegg. Deswegen sind wir da ganz zuversichtlich und schauen wir mal weiter. Ihr habt ja einen großen Kampf noch vor euch mit Berlin, die Qualifikation fürs Pokalturnier in Garmisch-Partenkirchen. Da seid ihr im Fernduell mit Bergkamen. Jetzt habt Bergkamen gestern in Garmisch-Partenkirchen verloren. Das Ergebnis heute ist etwas später, die haben etwas später angefangen. Wie zuversichtlich seid ihr denn? Ihr müsst ja auch noch nach Garmisch-Partenkirchen. Wie zuversichtlich seid ihr, dass ihr euch qualifiziert? Weil es wird wohl sehr eng. Ja, wie du es schon sagst, es wird sehr eng. Wir werden natürlich alles geben. Wir wollen unbedingt dabei sein. Der Pokal ist natürlich für uns wirklich auch was Großes und für die Mannschaft, für die jungen Spielerinnen. Und wenn wir mitspielen beim Pokal, wir haben immer gute Ergebnisse bisher erzielt. Und ich denke mal, dass das wirklich nochmal so ein Ziel ist für die Saison, außer der deutschen Meisterschaft, die ja dann schon relativ gelaufen ist für uns, dass wir da nochmal Erfolg haben können. Jetzt ist es eigentlich für eure Mannschaft eine weite Heimreise. Die Frage an Lisa, die ja eigentlich hier in München geboren ist und hier eine Bayerin ist, auch den Akzent noch nicht ganz verstecken kann. Bleibst du den hier? Den Akzent hatte ich nie. Bleibst du hier oder fährst du mit der Mannschaft? Ich fahre nur nach München. Ich habe Prüfungen zurzeit, letzte Woche schon und jetzt noch bis Finnland quasi. Habe alles vor, die Quali und die Vorbereitung in Finnland quasi ziehen können und fliege somit von München aus nach Finnland und bin dann fertig mit der Uni erstmal für dieses Jahr und kann mich dann voll konzentrieren aufs Turnier, auf beide Turniere und werde danach dann erst nach Berlin wieder zurückkehren. Du sagst, du bist fertig mit der Uni dann hoffentlich dieses Jahr. Bedeutet das? Für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Du bist ja nach Berlin gewechselt aus Studiengründen. Bedeutet das, dass du Berlin wieder verlässt, wieder zurück in die bayerische Heimat kommst? Oder? Dazu sage ich noch nicht viel eigentlich. Das ist letzten Endes eine Studiengeschichte, das kann man den Zuschauern schon sagen, dass also der Wechsel dorthin... Ich habe mein Praxissemester dort absolviert, habe 22 Wochen jetzt quasi in der Druckerei gearbeitet. Das ist jetzt quasi vorbei, die Saison geht weiter, deswegen werde ich definitiv nochmal zurückkehren und dann schauen wir weiter. Die Saison ist erstmal wichtig und im Vordergrund. Gut, dann Abschlussfrage an dich. Du hast dein Studium ja schon lange fertig, denke ich mal. Nicht ganz. Gut, also ich habe alle Kurse abgeschlossen soweit natürlich, aber ich schreibe gerade meine Diplomarbeit. Und dann noch eine Arbeitsstelle in rund um München gesucht, oder? Also bisher noch nicht, ne. Ich bleibe erstmal in Berlin. Gut, das sollte jetzt einfach nur zum Proporz quasi dienen. Hab ich schon gemerkt. Okay, dann vielen Dank euch beiden auf dem Weg nach Sotschi und auf dem Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Dankeschön. Und dann werden wir uns wahrscheinlich demnächst wiedersehen. Dankeschön. Danke. Ich stehe jetzt hier mit der Yvonne Rotemund, Verteidigerin vom ESC Planegg. Du kommst jetzt nicht hier aus der unmittelbaren Umgebung. Darauf gehen wir später nochmal kurz ein. Aber deswegen machen wir es nicht so lang, weil du nach Hause musst. Was sagst du zum Spiel heute und auch zu gestern? Es war ja Doppelspieltag. Mit zwei,
etwas unterschiedlichen zumindest Ergebnissen? Ja, also ich würde sagen, also wir haben ziemlich schwer ins Spiel gefunden. Berlin hat uns einiges abverlangt und hat wirklich gekämpft und hat auch einen Großteil der Zweikämpfe, vor allem heute, gewinnen können. Und wir haben, wie gesagt, ziemlich schwer ins Spiel gefunden und es war nicht unsere beste Leistung. Es hat immerhin zu 2 Siegen gereicht. Gestern war ziemlich deutlich. Wir haben einige unnötige Gegentore bekommen durch individuelle Fehler, die wir uns selbst zu verdanken haben. Und daran müssen wir arbeiten, aber wenigstens das Ergebnis ist ziemlich erfreulich für uns. Du kannst ein bisschen ins Bild rein, okay. Wie schon angedeutet, du kommst ein bisschen weiter her. Man merkt auch so ein bisschen fränkischen Zungenschlag. Wo genau kommst du her? Aus? Ich komme aus Oberfranken und zwar aus dem Landkreis Kulmbach, also bei Bayreuth in der Nähe. Ja. Und du studierst ja auch eigentlich die ganze Woche in Hof, genau, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie machst du das dann eigentlich mit dem Training? Ich spiele ja noch beim VRSelb bei den Männern und trainiere dort zusammen mit der Selb 1B und mit den Junioren jede Woche. Wenn du dann praktisch hier nicht im Mannschaftstraining teilnehmen kannst, wie schwer ist denn dann die Umstellung oder die Integration in das System, wenn du dann am Wochenende herkommst? Also früher war es schwer für mich, weil ich eben weniger Damen gespielt habe und mehr Männer. Mittlerweile, da ich wirklich jedes Spiel, also diese Saison habe ich wirklich an jedem Spiel teilgenommen und mittlerweile habe ich mich da ziemlich gut eingefunden und es ist zwar blöd, dass ich nicht immer da sein kann, aber wir machen das Beste draus und ich versuche immer, mich einzugliedern und alles so zu machen, wie es von mir verlangt wird. Jetzt, um mal zu verdeutlichen, was ihr für einen Aufwand an Zeit und auch Kosten auf euch nehmt, um euren Sport ausüben zu können. Sag doch mal gerade, wie lange brauchst du, wenn die Autobahn frei ist, einfach von zu Hause hier zum Spiel zu fahren? Also wenn sie wirklich komplett frei ist und nichts dazwischen kommt, dann 2,5 Stunden. Einfach? Einfach. Und was hast du im Monat etwa an Kosten? Also ich würde sagen, das sind in der Woche 100 Euro, also im Monat ungefähr 400 Euro. Reine Spritkosten. Und das nochmal zu betonen, ohne dass es irgendwas dafür gibt. Das heißt, das ist alles aus dem Privatfundus der Spielerin bzw. der Eltern in vielen Fällen halt auch. Vor allem, wenn man studiert. Ja, genau. Dann wünschen wir dir eine gute Heimfahrt, eine freie Autobahn. Heute bei dem Wetter könnte es vielleicht ein bisschen blöd sein, weil viele Ausflügler wieder auf dem Weg nach Hause sind. Und viel Glück für den Rest der Saison. Und ich denke mal, wir sehen uns in Garmisch-Partenkirchen beim Pokalturnier wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin jetzt hier mit Nadja Gruber, der Torfrau des ESC Planegg. Du hast gestern zuschauen müssen bei den sehr kalten Temperaturen. Ja. Heute durftest du spielen. Ja. Was sagst du denn als Torfrau zum Spiel heute? Heute war es ein bisschen zerfahren, also teilweise gut und dann wieder eher wenig, also mehr schlecht. Und ja, schlecht kann man nicht sagen, aber es war halt dann oft, teilweise die Pässe sind nicht angekommen, es war ein bisschen durcheinander. Und, aber zwischenzeitlich haben wir uns wieder gefangen und haben dann auch die wichtigen Tore gemacht und es hat dann schon gepasst. Schuster. Genau. Jetzt war gestern so einer der kältesten Tage diesen Winters und da hast du auf der Bank gesessen oder gestanden. Ja. Wie kalt waren die Füße? Also ich habe sie nicht mehr gespürt. Es war richtig kalt. Also obenrum ging es mit der Decke, aber mit den Füßen. Also das ist schon hart. Die Grafinger Scheune ist ja berüchtigt dafür, dass sie offen ist. Das heißt, die Temperaturen sind immer etwas kälter. Wie ist das denn im Spiel? Hat man da auch dann irgendwann mal Probleme? Also heute muss ich sagen, war es nicht so. Also es gibt dann Spiele, wenn man dann länger nichts zu tun hat, dann wird es schon ein bisschen kälter. Aber normal ist man immer so konzentriert und so auf Spannung, dass es einem nicht kalt wird. Ich habe schon angesprochen, du wechselst dich mal ab mit der Lena. Gibt es einen festen Rhythmus oder wird das dann tatsächlich so gehandhabt, wer irgendwie gewackelt hat im Spiel vorher, der muss dann wieder erstmal auf die Bank oder wie ist das bei euch geregelt? Also es ist generell so, Lena ist erster Torwart und wenn ich halt mal komme, ich spiele ja meistens bei den Jungs und bei den Herren, kommt halt drauf an, also wie der Michi das entscheidet, tagesformmäßig, aber normal ist Lena die Nummer 1 hier. Okay, du kommst jetzt aus dem Kreis Erding, du hast jetzt keine so weite Rückfahrt. Wie oft kannst du eigentlich mit der Mannschaft zusammen trainieren? Das ist eher selten, also weil ich halt auch mit den Männern bzw. mit den Jungs ganz oft Training habe und ich versuche, dass ich schon ab und zu hier mal trainieren kann, aber es ist halt, wie gesagt, oft nicht möglich. Dann auch, Anfahrt ist jetzt nicht so weit, aber es ist halt doch recht stressig unter der Woche mit Arbeit und dann Training, das
ist ein bisschen schwer zu regeln. Weil wir es gerade mit der Yvonne einfach mal verdeutlicht haben, der Aufwand, der betrieben wird, wie oft trainierst du in der Woche? Muss ich überlegen, also 4, 5, 6 Mal um den Dreh. Und weil wir es da auch mit den Kosten hatten, was tust du etwa die Woche für Frauen-Eishockey ausgeben? Oder du oder deine Eltern? In der Woche, ich kann mir eigentlich nicht so genau sagen. Also Torwart ist immer mit der Ausrüstung, ist halt ein bisschen teurer als Spielerausrüstung, aber so in der, ich kann es eigentlich nicht so genau sagen, wie viel Geld man da ausgibt. Man könnte auch andere Dinge wahrscheinlich damit tun. Ne? Ja, das stimmt, aber ich finde, das lohnt sich immer wieder. Also manchmal gibt es Phasen, da läuft es halt nicht so gut und dann gibt es wieder Phasen, da ist es einem egal, wie viel man jetzt da ausgibt und wie viel man investiert und ja. Gut, dann wir werden es auch im Verlauf der Saison wahrscheinlich in der Garmisch-Partenkirchen-Pokal hier nochmal sehen. Genau. Bis dahin dann noch viel Spaß und verletzungsfrei bleiben. Okay, und vielen danke. Dank. Danke auch. Jetzt haben wir hier die Julia Zorn, derzeit führend in der Torjägerliste in der deutschen Frauen-Eishockey-Bundesliga. Stürmerin von Planegg, heute ohne Tor geblieben, dennoch beste Spielerin. Was sagst du denn zum Spiel heute? Ja, ich denke, wir haben es uns generell ein bisschen anders vorgestellt. Haben am Anfang zu wenig Druck aufs Tor gemacht. Gut für uns, dass es am Ende noch gereicht hat, aber das ist sicher nicht die Leistung, die wir eigentlich zeigen wollen. Es war ja gestern in 12:5, sieht ja ganz anders da aus. Was war denn der Unterschied zu gestern? Also ich denke, wenn man 12:5 gewinnt, ist es eigentlich auch nicht das Ergebnis, was man sich wünscht, weil wenn man 12 Tore schießt, aber trotzdem 5 kassiert, wenn man normal 5 Tore Gegentore kriegt, dann gewinnt das Spiel normal auch nicht. Also von dem her war das jetzt auch nicht unser bestes Spiel. Der Michael Lehmann, euer Trainer, der versucht ja ständig noch zu warnen, dass ihr noch nicht Meister seid. So ein Spiel wie heute gibt ihm ja eigentlich gute Argumente, damit ja wirklich die Spielerinnen nicht schon feiern. Ja, da hat er auch sicherlich recht damit. Also ich denke, wir brauchen noch genügend Siege, um es aus eigener Kraft sicher sagen zu können, dass wir Deutscher Meister sind. Und ich denke, den Fehler werden wir ganz sicher nicht machen. Jetzt hast du wie einige andere Mitspielerinnen ja auch ein ganz anderes Ziel. Nationalmannschaft, Olympiaqualifikation in Weiden in 2 Wochen. Wir geben bisher jeder Nationalspielerin, die wir hier vom Mikrofon in letzter Zeit hatten, die Möglichkeit, noch Zuschauer zu werben, euch zu unterstützen, weil es ist ja letzten Endes Heimvorteil und das soll ja auch bedeuten, dass möglichst viele Fans da sind und euch unterstützen, wirklich nach Sochi zu kommen. Möchtest du da noch ein bisschen Werbung machen? Ja, also wir uns natürlich freuen, wenn viele Zuschauer nach Weiden kommen und uns helfen, weil ich denke, wir sollten den Heimvorteil auch in Summe von den Zuschauern nutzen, damit wir das alle gemeinsam schaffen. Gut, dann wünschen wir dafür viel Glück und vor allen Dingen viel Erfolg, weil was nützt das Glück, wenn der Erfolg da nicht da ist? Und dann sehen wir uns wahrscheinlich demnächst wieder und schauen wir mal, was dann geklappt hat bis dahin. Vielen Dank. Nach den ganzen Spielerinnen und den Offiziellen haben wir jetzt heute mal was ganz Besonderes da. Berlin hat seinen eigenen Ein-Mann-Fanclub. Du bist nicht aus Berlin, aber du bist immer treu dabei. Du bist der? Ich bin der Thomas. Aus? Wernigerode. Das ist im Harz. Genau. Man sieht an der Jacke, du gehst nicht nur zum Frauen-Eishockey, aber sehr viel zum Frauen-Eishockey. Da sind Pins auch unter anderem von Planegg, dem heutigen Gegner. Man sieht auch Turbine Potsdam, das ist Frauenfußball. Du hast also auch durchaus ein Faible für Frauensport, oder? Ja. Warum? Weil Frauensport, denke mal, auch ein bisschen Anerkennung verdient, weil es ist halt mehr Spiel halt. Wie ist denn so der Kontakt zwischen Fan und Mannschaft, Spielerin im Frauen-Eishockey jetzt aus deiner Sicht mit dem OSC Berlin? Eigentlich ganz normal. Einfacher, also unter Normal stellt man sich ja vor, dass der Fan da steht und die Mädels anhimmelt. Oder beziehungsweise beim Männersport ist es ja so, da stehen die Fans, die Groupies, sagen wir mal so, und himmeln dann die Stars an, wenn sie vorbeilaufen. Ist das bei den Frauen, muss man sich das genauso vorstellen? Teilweise, manchmal ja. Manchmal aber auch nicht. Es kommt drauf an. Jungs, kommt zum Frauen-Eishockey, es ist einfach nur cool. Gut. Okay. Hallo.
Karriere bei hockeywomen.de. Mein Name ist Susanne Götz, bin Spielerin beim OSC Berlin, aber gleichzeitig auch Kapitänin der Damen-Eishockey-Nationalmannschaft. Wir haben gemeinsam ein Ziel und neben mir steht Nina Kamenik und Lisa Schuster vom OSC Berlin. Was haben wir denn vor? Wir haben die Olympia-Quali vor uns und hoffen, dass wir es da schaffen. Wann ist denn die Olympia-Quali? 7. bis 10. Februar. In Weiden. Und wir geben alles auf alle Fälle. Und wir schaffen das. Ja, auf alle Fälle.